23% mehr Silber im Zollfreilager. Heute spreche ich mit dir über das Thema Silber, über das Thema Zollfreilager und über die häufigsten Fragen, die es zum Thema Lagerung von echtem Silber im Zollfreilager gibt. Lass uns starten. Erstmal herzlich willkommen. Wenn du keine Videos mehr wie dieses verpassen willst, dann abonniere hier unten unseren Kanal und schreib gerne deine Fragen, die du hast zum Thema Edelmetalle, Inflation und so weiter, hier unten rein in die Kommentare, dass wir vielleicht extra für dich ein Video machen. Ja, wir kaufen Silber und Gold, um uns vor dieser Papierwährung zu schützen, die unseren Wert eigentlich nicht wirklich speichern kann. Ja, es gibt ja sowas wie eine Inflation und dieses Papiergeld wird immer weniger wert. Darum setzen wir auf die klassischen Werte Silber. Und hier habe ich noch irgendwo, hier habe ich noch Gold, ein kleines Goldstück. Interessanterweise sind beide ungefähr gleich viel wert, dazu kommen wir später noch. Jetzt geht es natürlich immer um die Frage, wenn wir physische Edelmetalle kaufen, wo lagern wir die? Und heute geht es um das Zollfreilager, denn es ist so seit ungefähr 10, 15 Jahren extrem beliebt unter Anlegern, Silber in ein Hochsicherheitslager zu stecken, wo man die Umsatzsteuer spart. Was es damit auf sich hat und warum du 23% mehr Ware bekommst, das schauen wir uns jetzt an. Zuerst einmal ist es so, dass wenn wir Silber kaufen, beim Shop um die Ecke am Hauptbahnhof, dann sind da ja Steuern drauf. Bisher war es so, dass Silber bei, na fangen wir hier an, ganz normales Silber in Barrenform, auch bei Münzform 19% Umsatzsteuer drauf ist. Ganz normal wie bei Turnschuhen. Jetzt gab es aber die Möglichkeit, das war ein Geheimtipp lange Zeit, dass Silbermünzen, die der Händler im Ausland kauft oder die der Großhändler im Ausland kauft, dass man die mit Differenzbesteuerung ausweisen kann. Ganz kurz, weil es auch nicht Inhalt des heutigen Videos ist, aber die Differenzbesteuerung sagt, dass nicht der volle Wert hier, also diese 100 Gramm, ja, nicht dieser volle Wert hier besteuert wird mit 19%, sondern dass bei Münzen, das geht nur bei Münzen, die aus dem Ausland gekauft worden sind, entweder vom Händler oder vom Großhändler, dass dort nur die Händlerspanne, die dann quasi in Deutschland verdient wird, besteuert wird. Ganz einfach, stellen wir uns vor, der Händler in Deutschland kauft aus dem Ausland so eine Münze für 20 Euro und verkauft sie jetzt für 25 Euro. Dann ist die Händlermarge diese 5 Euro und diese wird dann besteuert. Es führt dazu, dass bisher, bis letztes Jahr, diese Silberbarren natürlich teurer waren und dessen echter Schnapper war. Aber da war immer noch Steuer drauf. Und das wurde auch im letzten Jahr gekippt, ja, vom Bundesministerium von der Finanzen, also vom Bundesfinanzministerium. Was die sich dabei gedacht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn diese Regelung ist komplett verrückt und wird mittlerweile von vielen Händlern teilweise schon 100% umgangen. Also nur kurzes Update, solltest du Edelmetalle auch für zu Hause kaufen wollen, gerade Silber, empfehle ich dir zum Beispiel beim Händler vorbeizuschauen, der nach wie vor Differenzbesteuerung anbietet. Denn das Bundesfinanzministerium hat zwar versucht, die Differenzbesteuerung abzuschaffen, hat aber dermaßen viel Gesetzeslücken drin gelassen, dass es nach wie vor für Händler möglich ist, differenzbesteuerte Silbermünzen anzubieten. Schau zum Beispiel, ich kaufe meine Edelmetalle, wenn ich in Deutschland bin, immer bei der Bavesta. Die haben aktuell, ich habe heute geschaut, ziemlich viele Münzen differenzbesteuert drin. Aber schau gerade bei den Edelmetallen, die du für zu Hause
kaufst, sind ja immer die Klassiker, Krügerrand in Silber, Philharmonik in Silber, Maple Leaf in Silber. Schau einfach, was der Markt so hergibt, wo du differenzbesteuerte Silbermünzen kaufen kannst. Schau gerade da wirklich auf den Preis, denn es ist egal, ob du bei Gold Silver Shop, bei Kettner, gut, der ist in der Regel relativ teuer, oder auch Wester kaufst. Solange es ein Krügerrand ist, der Silber ist, differenzbesteuert und du den besten Preis hast, würde ich danach gehen. Ja? Aber so als Tipp, in der Regel habe ich eigentlich die besten Preise bei der Western gefunden, und vor allem bieten sie die meisten Silbermünzen dieses Jahr auch differenzbesteuert an. Ja, jetzt mal Schluss mit der Werbung. Es soll ja heute darum gehen, dass ich Edelmetalle nicht nur daheim lagere, sondern auch im Zoll verlagere. Und warum macht man sowas? Erst einmal, wer ist überhaupt auf so eine Idee gekommen, dass ich Silber in ein Zollverlager reintue? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber das Konzept eines Zollfreilagers gibt es schon sehr, sehr lange, schon länger, wie es für Anleger wie dich und mich möglich ist, Silber dort einzulagern. Erst einmal, was ist ein Zollfreilager? Ein Zollfreilager ist ein Sicherheitslager, das es in meines Wissens jedem Land der Welt gibt oder auch geben kann, das ein Ort ist für Waren, Vorprodukte, die nicht in die Volkswirtschaft eintauchen sollen, weil sie möglicherweise noch nicht gebraucht werden. Stellen wir uns ein einfaches Beispiel vor. Wir haben einen Autozulieferer und der hat jetzt ganz viele Bolzen gekauft und die braucht er aber aktuell noch nicht. Normalerweise kommen die Bolzen aus China direkt nach Heidelberg. Jetzt sagt sich der aber, ich will die noch nicht in Heidelberg in mein Lager tun, weil ab dem Zeitpunkt, wo die deutsche Grenze passieren, muss ich ja Zoll zahlen, dementsprechend Mehrwertsteuer und so weiter. Und das Zollfreilager ermöglicht es, dass die Ware, die quasi aus China kommt, mögliche Vorprodukte, dort in so einem Hochsicherheitslager lagern. Es gibt auch Zollfreilager, die nicht hochsicherheitsmäßig gesichert sind, ja, wo einfach nur, ich sage mal, Industrieprodukte drin sind, die jetzt nicht sonderlich gelagert werden müssen, weil die vielleicht richtig schwer sind und nicht geschützt werden. Und der Vorteil ist, dass der Unternehmer, solange die dort drin lagern, die Umsatzsteuer nicht zahlen muss, weil sie im Lager gestundet wird. Genauso ist es mit Silber, die gleiche Logik. Silber ist umsatzsteuerpflichtig, wie auch irgendwie so ein Bolzen oder irgendwie ein Vorprodukt oder wie Turnschuhe. Und dementsprechend wird die Umsatzsteuer in einem Zollfreilager gestundet. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob das Zollfreilager sich in der Schweiz, in Deutschland oder in Dänemark befindet. Also auch wenn du Edelmetalle zollfrei in Deutschland kaufst, zum Beispiel in einem Zollfreilager in München oder in Frankfurt, auch dann hast du keine Umsatzsteuer beim Kauf von diesen Metallen. Jetzt spreche ich die ganze Zeit von Silber. Das gilt genauso für die anderen Weißmetalle, Platin und Palladium. Bei Gold brauchen wir kein Zollfreilager, weil bei Gold, ja, Gold ist ein Anlagemetall, das heißt, es ist eine europäische Gesetzesordnung, die ganz klar Anlagegold definiert. Es kommt vor allem auf die Reinheit an, und dann ist Gold, wenn es zu Anlagezwecken gebraucht wird, umsatzsteuerfrei. Goldschmuck ist nicht umsatzsteuerfrei. Aber Anlagegold, das auch ganz klar spezifiziert wird, ist umsatzsteuerfrei. Für das Gold brauchen wir also kein Zollfreilager. Ein Zollfreilager ist also ein Lager, das einen rechtlich, einen steuerrechtlich anderen Status hat, wie zum Beispiel die normale Volkswirtschaft. Das ermöglicht uns, dass wir zum Beispiel in Deutschland Edelmetalle, also zum Beispiel Silber, Platin, Palladium, lagern können. Das geht in der Schweiz genauso, aber zum Beispiel, ohne die Umsatzsteuer entrichten zu müssen. Es ist natürlich klar, dass wenn das Metall das Lager verlässt, dass dann die Umsatzsteuer fällig wird. Also im Grunde ist es ein bisschen wie
dieser Transitbereich beim Flughafen, das ist eine rechtlich ganz besondere Zone. Tja, und wie ist es jetzt mit dem Gold? Wo lagern wir dann das Gold? Ja, die Zollfreilager, wo Edelmetalle, gerade die Weißmetalle gelagert werden, die nennen sich Zollfreilager. Das sind Zollfreilager, die einen speziellen Sicherheitsschutz haben. Also im Grunde sind es Hochsicherheitslager mit dem rechtlichen, steuerrechtlichen, mit der steuerrechtlichen Besonderheit der Zollfrei-Eigenschaft. Das bedeutet, die liegen in der Regel nicht in den gleichen Lagern wie das Gold, weil das Gold in ganz normalen Hochsicherheitslagern liegt. Der Sicherheitsstatus beider Lager ist gleich hoch. Nur ist das rechtliche Status im Zollfreilager anders, weil wir es hier brauchen. Und du kannst dir vorstellen, dass hier natürlich auch die Gebühren ein bisschen unterschiedlich sind von so einem Hochsicherheitslager und natürlich einem Zollfreilager, einfach weil es ein rechtlicher Unterschied ist. Also nochmal zusammengefasst, Edelmetalle, die ich einlagere, lagere ich im Hochsicherheitslager ein. Ja? Und dieses Hochsicherheitslager, bei Gold heißt Hochsicherheitslager und das Hochsicherheitslager bei Silber heißt Zollfreilager, wenn ich dort diese Zollfrei-Vorteile genießen will. So, jetzt ist die Frage, wer kann denn davon profitieren und warum sollte ich sowas machen? Wenn ich Edelmetalle kaufe, dann kaufe ich das ja von meinem hart verdienten Geld. Das Ärgerliche an dieser Währung, an dieser Papierwährung, ist ja schon, dass ich Jahr für Jahr immer weniger kaufen kann mit diesem Papier, obwohl ich so hart dafür gearbeitet habe. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn ich Edelmetalle kaufe, gerade Silber, und ungefähr ein Fünftel an den deutschen Staat zahlen muss. Ich meine, wer dem deutschen Staat Geld überweisen will, der kann bestimmt mit dem Koffer ans Finanzamt hingehen. Die freuen sich. Aber die meisten wollen das nicht. Die meisten wollen, dass sie ihr hart verdientes Geld für sich, für ihre Familie, möglicherweise die Kinder schützen vor der Inflation und vom Staat. Und deshalb wäre es optimal natürlich 100% Edelmetalle zu bekommen und nicht nur, ja, was haben wir dann? 81. 81. Das heißt, wenn ich zollfrei Edelmetalle kaufe, habe ich umgerechnet, ja, mit Kehrbruch 23% mehr Ware, als wie wenn ich es normal kaufen würde. 23% mehr Ware, das ist schon mal eine super Rendite, wenn ich einfach ohne irgendwelche Riesenprobleme habe. Das heißt, das, was bei Gold normal ist, ist bei Silber nicht normal. Bei Silber ist es so, ja, mit einem Teil kaufe ich Silber, mit dem zweiten Teil kaufe ich Silber, mit dem dritten Teil, mit dem vierten Teil und mit dem letzten Teil, den zahle ich den Staat. Aber gerade wenn wir Vermögen aufbauen wollen, müssen wir alles behalten, also nichts dem Staat geben, sondern alles selber behalten. Und das führt uns jetzt zum Schluss zu einer mega krassen Strategie, die nur im Zollfreilager oder Hochsicherheitslager möglich ist. Wir haben gesehen, der Vorteil ist, dass wir hier keine steuerlichen Gebühren auf beide Sachen drauf haben, solange bei Silber sich das Silber im Hochsicherheitslager, im Zollfreilager befindet. Und jetzt können wir eines machen. Ich habe vorher gesagt, dass beide Dinge ja, ungefähr, nicht ganz genau, aber ungefähr einen ähnlichen Wert haben. Was wir zum Beispiel machen ist, wir nehmen unser Gold und Silber. Und wir haben da eine Plattform, in der wir unser Gold und Silber sehen, das gelagert ist. Wir sehen auch, welches Eigentum an welchen Barren wir haben. Das heißt, wir loggen uns ein und wenn wir Edelmetalle kaufen, machen wir eine Überweisung und sehen sofort, wo diese Edelmetalle sich befinden. Optimalerweise vielleicht in der Schweiz. Jetzt haben wir Gold und Silber.
Jetzt kann man einfach sagen, ich will Gold und Silber immer 50-50 haben oder ich liebe eher Gold, ich liebe eher Silber oder ich löse mich von dem und wende eine Strategie an. Und diese Strategie ist sehr machtvoll. Denn diese Strategie ermöglicht es uns, aus so einen Silberbarren zu machen. Das Ganze können wir alles über unser Golddepot bewerkstelligen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass wir Gold und Silber im Laufe der Zeit tauschen. Das geht auf Knopfdruck. Das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen über mein Golddepot oder mein Edelmetalldepot und mein Gold auf Knopfdruck umwandeln in Silber. Und das alles funktioniert nicht auf Papier oder so oder Zertifikate oder ETFs, sondern passiert mit echten Metallen. Das heißt, hier habe ich mein Gold mit einer Zuordnung. Das heißt, ich weiß ganz genau, welcher Barren mir in welchem Lager gehört. Und wenn ich das tausche in Silber, dann habe ich natürlich die Goldzuordnung nicht mehr, sondern dieses Eigentum wird mir dann übertragen, getauscht an einen Silberbarren. Das heißt, mein Depot ist dann sichtbar, an welchen Silberbarren ich Eigentum habe. Das heißt, ich kann, Gebühren sind dabei ungefähr 2%, 3%. Ich kann für 2 bis 3% Gebühren mein Gold umwandeln in Silber. Warum sollte ich das machen? Es gibt eine sogenannte Gold-Silber-Ratio. Die Gold-Silber-Ratio ist der Tausch von Gold zu Silber. Also, wie viel Gold bekomme ich für Silber? Stellen wir uns eine Gold-Silber-Ratio beispielsweise von 60 vor. Ich würde also für Nehmen wir mal hier das Beispiel. Für eine Unze Gold 60 Unzen Silber bekommen. Das ist ein historisch normaler Wert. Die Gold-Silber-Ratio kannst du auch googeln. Wir haben auch genug Videos, wo wir das erklären. Jetzt quasi nur ein kurzer Abriss, dass du mal siehst, was möglich ist. Das heißt, es gibt ein Verhältnis und dieses Verhältnis sagt uns, wie wir im Laufe der Zeit unsere Edelmetalle gewichten sollen. Wir können ja über unser Online-Depot unser Gold in Silber tauschen. Wir können aber auch unsere Aufteilung zu 100% in Gold machen. Stellen wir uns vor, bei 60 gehen wir zu 100% in Gold, haben also eine Unze Gold, mit der starten wir. Die Gold-Silber-Ratio steigt, steigt, steigt wie im Jahr 2020 auf 120. Auch das hat es in der Geschichte bereits gegeben. Das heißt, ich bekomme nicht mehr 60 Silberunzen, 60 Münzen, sondern ich bekomme 120 Silbermünzen für eine Silbermünze Gold. Das heißt, bei 120 habe ich immer noch meine Unze Gold, die ich jetzt bei dieser hohen Gold-Silber-Ratio umtausche in 120 Unzen Silber. Und jetzt stellen wir uns vor, die Gold-Silber-Ratio, die fällt jetzt wieder auf 60, was ein ganz normaler Wert ist. Dann kann ich zum Beispiel bei einem Tauschverhältnis von 60 meine 120 Unzen Silber umtauschen. Und 120 Unzen geteilt durch 60 ist nicht eine Unze Gold, sondern 2 Unzen Gold. Oder 2 Münzen. Ja. So eine Münze hat in der Regel das Gewicht von 31,1 Gramm. Das bezeichnet man auch als Unze. Und das alles geht auf Knopfdruck. Ich kann quasi bei einer hohen Gold-Silber-Ratio in Silber wechseln, auf Knopfdruck. Und kann bei einer niedrigen Gold-Silber-Ratio auf Knopfdruck in Gold wechseln. In diesem Beispiel war die Rendite ca. 100%. 100%. Das heißt, ich habe meine Ware durch diesen Tausch verdoppelt. Und jetzt ist ja auch klar, warum wir ein Zollfreilager brauchen, denn dieses Silber, das ich hier in Händen halte, da ist Steuer drauf. Und wenn ich jetzt mal 7% verlieren würde oder hier bei den Barren 19%, dann würde diese Strategie nicht so effektiv funktionieren.
Also nutzen wir diese Strategie im Zollfreilager und verwalten es alles über ein Online-Depot. Und dort können wir unsere Edelmetalle sehen, wir können so viel kaufen, wie wir wollen, und wir können auf Knopfdruck unser Eigentum von Silber in Gold wechseln und andersrum. Und dadurch diese mächtige Strategie umsetzen. Wenn du wissen willst, wie wir und unsere Kunden diese Strategie umsetzen, dann melde dich zum kostenlosen Beratungsgespräch.